Wunderschönen guten Tag, Hallihallo. So, Streckenbesichtigung heute. Da haben wir den Stuttgarter Bahnhof und über den Parksattel geht es dann Richtung Weilimdorf zur Bergheimer Steige. Ja, hier unten fängt das Video irgendwo an. Und das ist hier übrigens der Parkplatz, auf dem Fritz Meinecke mal sein G-Modell abgestellt hat. Ja, habe ich extra mal ein Foto gemacht, weil es hätte mir da sonst keiner geglaubt. Ja, da geht's dann so erstmal ziemlich gerade in Richtung Anfang. Dann kommt da so eine, Achtung, hier kommen die Kurve. Dann ein etwas längerer, kurzer Rechtsbogen, der dann auf die erste Kurve zugeht. In der Kurve, ja, ist der Asphalt dezent schlecht. Ja, und wie man sich hier vorstellen kann, geht alles bergauf. Und die Bergheimer Steige heißt jetzt nicht wegen dem Berg so, sondern da gibt es auch einen Stadtteil, der heißt Bergheim. Ja, dann haben wir hier so ein kleines Geschwenke. Das sieht man jetzt hier auf dem Bild so ein bisschen, ja. Aber wenn man fährt, merkt man es eher. Hier kommt eine Kurve, die ist auch alles bergauf. Das ist die Kurve, wo man einmal herunterschalten muss. Dann in der nächsten Kurve, da muss man auf jeden Fall so ein bisschen am Gas bleiben. Nicht ganz zumachen und auch nicht minimal offen, weil je nachdem, wie dein Motorrad programmiert ist, ist das zu wenig. Den Spaß hatte ich schon mal mit einer Yamaha MT-07 Tracer. Die war noch neu und danach war sie immer noch neu, weil ich dachte, oh, Moment, ich könnte den Fuß rausmachen, damit ich nicht ganz hinfall. Ja, hat funktioniert. Na jedenfalls, dranbleiben. Und dann haben wir dann eigentlich auch schon so ziemlich alles geschafft, weil das hier ist die letzte Kurve. Da muss man sich entscheiden, ob man rechts oder links von der Bitumenfuge bleibt. Und dann hier, Vorsicht, ist ein, ja, so ein Waldweg. Da können Fußgänger rausgesprungen kommen. Und dann geht's da oben, ja, zu dem Parkplatz und das war's dann auch schon. Ja, rechts rum kommt man dann zu der Aussichtsfläche vorm Schloss. Und auf der linken Spur hier kommt man dann direkt zu dem Schloss. Da kann man auch dann hinten rumfahren und irgendwie, ja, sich vergnügen. Und ja, links geht's hier zu der Schnellstraße und weiter hinten, also weiter hinten, hinter den Bäumen. Da taucht dann auch irgendwo die Solidürenstrecke auf, also die ehemalige. Ja, da ist dann auch der ADAC-Übungsplatz und das Glemseck. Ja. So, und da war es dann auch schon zu dieser Straße am Rande von Stuttgart. Da kann man auch so ein schön klein wenig, ja, bei gediegenem Tempo, weil ist ja ziemlich begrenzt, ein bisschen Kurven üben. Aber nicht übertreiben, weil der Asphalt ist jetzt nicht tippitoppi, sondern eher Halligalli. Ja, da sind wir dann auch schon auf der Bergheimer Steige. Hier vorne rechts ist das der Parkplatz ohne Fritz Meinecke. Kann man ja sehen, der ist ja nicht da. Da muss man beachten, hier übrigens auf der Strecke ist ja Tempolimit. Wir befinden uns ja immer noch in der Stadt und ich weiß jetzt gar nicht, irgendwo stehen auch Schilder mit 50 oder so. Jedenfalls, man möchte hier und könnte hier sicherlich auch schneller die Strecke bergauf oder bergab fahren. Aber ja, Verkehrsregeln sind zu beachten, zumindest offiziell. Wie das jeder handhabt, ist das dein eigenes Problem. Hier kommt der Rechtsbogen. Dann geht's da vorne schon wieder links herum. Da ist der Asphalt, naja, nicht ganz so prickelnd. Da hoppelt's auch schon ein bisschen, da muss man, ja, ein bisschen aufpassen. Dann haben wir ja auch schon die nächste Rechtskurve und dann kommt, glaube ich, auch der kleine Linksbogen gleich. Ja, so schön rum. Das da ist allerdings noch nicht die Ecke, wo man runterschalten muss. Die kommt jetzt. Das sieht man auch hier schön deutlich links rum. Ja, und hier geht's dann rechts um die Kurve. Da braucht man das Gas nicht 100% zu machen, sondern immer noch ein bisschen Spitzgas braucht man in der Kurve. Denkpause. Hier aufpassen, rechts oder links, rechts oder links. Rechts von der Bitumenspur und da links von der Bitumenspur. Und dann geht's geradeaus weiter und ja, Zieleinlauf.
Naja, wenn man das so sagen möchte, ja. Und da vorne kommt auch schon der Parkplatz, von dem manchmal irgendwelche Wanderer doof guckend vors Fahrzeug laufen. Geradeaus geht's zum Schloss Solitude. Rechts rum kommt man zu dem Aussichtsbereich vorm Schloss Solitude. Und hier links rum geht es dann zu der Schnellstraße, wo es rechts nach Leonberg geht und links wieder rein nach Stuttgart. Ja, und das war's dann auch schon. Und damit tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Video. Euer Sebastian.